Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht's weiter auf unserer Tour um den Gardasee. Und zwar will ich heute um den Gardasee fahren, vielleicht ein kleines Stück, vielleicht auch weit, je nachdem, was ich für einen tollen Stellplatz finde. Und zeitgleich gebe ich auch noch Tipps, wie ich meine Stellplätze finde. Dann gibt es noch Tipps, wie man seine Sachen morgens nicht so kalt anziehen muss. Ja, ich fahre jetzt hier in Tenno los und werde jetzt erstmal den Berg wieder runterfahren, weil ich bin jetzt hier ganz oben auf so einem Parkplatz in der Nähe vom Tennosee in so einem Bärengebiet und geht jetzt erstmal runter nach Riva del Garda. Und wie ich reise, das will ich euch auch im Video erklären, denn ich nutze meistens keine Autobahnen. Also, wenn euch das interessiert, bleibt gern dran. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, einfach einmal abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen. Und dann lasst uns starten. Los geht's! Guten Morgen, passt mal auf, ich will euch mal den Morgen hier zeigen. Ist das nicht wundervoll? Ich zeige euch mal den Blick. Ich habe hier einen wundervollen Blick auf Riva del Garda. Da unten ist der Gardasee. Frühstück, ich zeig's euch mal mit diesem Ausblick. Smoothie Ball mit Müsli, Banane und Kiwi und natürlich einen leckeren Kaffee. So, ich bin jetzt hier westlich vom Gardasee in einem Ort, ziemlich im Süden vom Gardasee. Und ich muss hier aber wieder los, weil es gibt hier keinen vernünftigen Platz, wo man sich hinstellen kann. Es ist echt dicht besiedelt, der ganze Süden. Ich werde wohl wieder in den Norden fahren. Da sind auch meine liebsten Berge wieder. Wenn man sich aufs Navi verlässt. Ich habe ja beschlossen, woanders hinzufahren, nicht an den Ort, wo ich ursprünglich hin wollte. Und den habe ich jetzt einfach ins Navi eingegeben und bin gefolgt, ohne zu gucken, wo er lang will mit der Route. Und plötzlich sagt er, bitte rechts abbiegen und dann nimm die Fähre. Ich wollte aber keine Fähre nehmen. Ich will lieber selber fahren. Außerdem ist gar keine Fähre da. Ja, nun muss ich nochmal neu starten. Wir sind in La Cise. Da steht Venna. Jetzt gehen wir hier durchs große Stadttor. Ja.
Das Wasser ist hier echt klar. So, jetzt habe ich gerade mal zwei nette Rentnerinnen gesprochen. Oh, aber viele Hunde. Da müssen wir mal gucken, ob Cassie die nicht fressen möchte. Ich weiß gar nicht, in welche der schönen Gassen ich zuerst wandern soll. Cassie findet es echt doof, weil hier überall Wasser ist. Und sie muss hier brav neben mir herlaufen. So, ich habe mir erstmal ein Eis genehmigt. 2,90 Euro. Und jetzt geht's weiter durch die Innenstadt. Das war es jetzt wieder. Ab heute gilt die Maskenpflicht auch im Freien hier in Italien und ich spaziere hier so rum und die Leute gucken mich alle blöd an und keiner sagt was. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon sitzt sie im Wasser und angelt. So, wir fahren jetzt weiter zum nächsten Stellplatz. Parkgebühren hier mitten in L'Assise auf dem Parkplatz der Innenstadt waren 3 Euro für, weiß nicht, 2 Stunden oder so. Wir haben unseren neuen Stellplatz gefunden, hier unter Olivenbäumen. Wunderschön, direkt vor einer Hecke. Ich koche hier jetzt schon unser Abendbrot und das ist unser Ausblick. Hier, wir gucken direkt auf den Monte Baldo. Und das ist hier direkt am Gardasee, so dass wir heute Abend noch einen kleinen Spaziergang am See machen wollen. Wir haben jetzt gegessen und lassen jetzt, wenn er da steht, und laufen noch ein bisschen durch die Stadt. Und nur mit Strickjäckchen, so warm ist es hier. Schon eine beeindruckende Bergkulisse, der Monte Baldo da oben. Wir gehen jetzt in den Ort. Wundert euch nicht, ich musste nochmal zurückgehen. Ich hatte vergessen, dass in Italien ab heute Maskenpflicht drin, draußen und überall ist. Daher musste ich nochmal zurückgehen und meine Maske holen. Ja, wir sind jetzt hier unten am See. Da drüben leuchten die Dörfer, die gegenüber sind, an der gegenüberliegenden Seeseite. Und Malcesine an sich brauche ich eigentlich gar nicht weiter filmen für euch, denn ich verlinke euch mal hier oben. Ich war nämlich schon in Malcesine und habe ein Video für euch fertiggestellt. Könnt da gerne mal reinschauen. So, da hinten, da ist Riva del Garda. Und da oben, ah, das sieht man auf dem Video, glaube ich nicht, da leuchtet was. Da oben habe ich heute Nacht geschlafen. Mini-Van-Camper-Tipp. Wenn es morgens so kalt sein sollte, dass ihr nicht eure kalten Sachen anziehen mögt, dann legt ihr die einfach mit unter eurer Kuscheldecke, die noch warm ist von der Nacht. Und dann wird das Ganze ganz warm. Und dann mögt ihr es auch wieder anziehen. Guten Morgen und guten Appetit, denn wir frühstücken hier gerade. Hier steht Venna und da steht Cassie. Und wir stehen hier an einer Weinplantage. Hier nebenan ist noch eine Kiwi-Plantage. Jetzt ist erstmal gefrühstückt. Die Hälfte habe ich schon aufgegessen. Und ich wollte nur sagen, dass meine Kiwi vom Frühstück nicht von dieser Plantage stammt, sondern ich die höchst persönlich gekauft habe.
Und da hinten sieht man die Olivenhaine. Da wollen wir heute ein bisschen spazieren gehen. Für alle, die nicht wissen, wie Kiwis wachsen, ich zeige es euch mal. Das sind so lange, ranke Pflanzen. Ich hatte auch mal eine Pflanze davon zu Hause und da liegt zum Beispiel eine Kiwi unten. Hier ist auch gerade die Ernte. Ich höre, wie die Menschen alles in ihre Behältnisse tun. Da ist unser Plätzchen. Ja, so, wir sind jetzt in Arco. Da steht Wenner. Und wir gehen jetzt wandern. Mit Maske natürlich, ist ja hier vorgeschrieben. Es gibt ein Bußgeld von 500 bis 1000 Euro, wenn man die nicht trägt. Und da geht's hin. Da oben liegt Schnee. Über 1500 Meter muss der dann hoch sein. Ach, ich lieb's jetzt schon. Hier sollte ich mit dem Auto durchfahren. Oh nein, da laufe ich lieber. Wir gehen jetzt hier immer weiter berghoch. Tipp Vanlife. Wenn ihr euer Auto irgendwo stehen lasst, in irgendeine Stadt, die ihr nicht so gut kennt, dann markiert euch, wenn ihr losgeht vom Auto, euren Standort. So findet ihr euer Auto immer wieder. Mir ist es schon mal so gegangen, dass ich mein Auto nicht mehr gefunden habe. Seither markiere ich mir immer meinen Standort. So, das hier ist einer meiner Traumstellplätze. Mitten in Olivenhainen mit einer Sitzbank. Absolutes Panorama mit Blick auf den Gardasee und auf Riva del Garda und die ganzen Berge ringsrum. Allerdings habe ich mich hier nicht mit dem Auto hochgetraut, weil es wurde in der App schon gewarnt, dass es echt eng wird. Man soll vorher erstmal laufen. Und der Weg hier durch die Oliven, der ist eigentlich ganz cool, wenn nichts von vorne kommt. Aber unten durchs Dorf, da sind halt sehr enge Gassen. Oh lecker, hier ist ein Kaki-Baum und da hängen Früchte und ich komme da einfach nicht ran. Ich versuche es einfach gleich nochmal. Ich liebe Kakis. Ist ganz schön hoch. Die haben die Oliven aufgesaugt und jetzt haben sie den Behälter leer gemacht und gucken sie sich an. We'll be right back.
würde zu gern auf diesem Platz, wo ich gerade gepicknickt habe, heute übernachten, aber ich traue mich nicht, durch diese Zufahrt zu fahren. Ich glaube einfach, die ist zu schmal für mein Auto. Ich bin halt keine Italienerin. Da oben, da waren wir eben. Pass mal auf die Kulisse hier. Ganz normal und dann, wow, ein riesiger Fels mit einer Festung. Oder einer Burg. Ich stehe hier im Stau, im Trentino, kurz vor Trient und habe mir gedacht, da kann ich euch doch gleich noch mal ein paar Tipps geben. Und zwar Tipps zur Stellplatzsuche. Ich finde meine Stellplätze bei Park4Night, aber das ist eigentlich nicht meine erste Wahl, weil die Stellplätze, die sind erstmal überlaufen, die sind schmutzig, weil viele sich nicht an die Regeln halten. Das ist so schade, weil das ist so eine tolle Idee, seine Stellplätze zu teilen mit anderen. Aber ja, die sind halt immer schmutzig, voller Kot, voller Klopapier. Dann gibt es die Möglichkeit, einfach einen Wanderparkplatz anzufahren und während der Wanderung tolle Plätze zu finden. Das sind oft die wunderbarsten Plätze, weil die nicht so häufig geteilt werden. Die dritte Möglichkeit, einfach Google Maps, Parkplatzsuche und dann sucht Google die Parkplätze für euch. Aber ich übernehme natürlich keine Gewähr. Ich will euch zu keiner Straftat verleiten. Ihr müsst selbst gucken, in welchem Land ihr seid. Ist es erlaubt, frei zu stehen? Oder ist es nicht erlaubt, frei zu stehen? In manchen Ländern gibt es hohe Bußgelder für im Auto übernachten. Das muss jeder selber wissen. Noch eine gute Möglichkeit ist, einfach Locals fragen. Wenn ihr in einem Restaurant seid, die Locals kennen sich am besten aus. Und vielleicht darf man auch auf das eine oder andere Privatgrundstück sich stellen. Ja, und außer Park4Night gibt es natürlich auch noch andere Apps, die genauso gut sind. Ich stehe hier irgendwie in einem Stau. Hier kommt gerade ein Hubschrauber. Ist hoffentlich kein schlimmer Unfall passiert. Ja, und wir warten jetzt hier alle. Ich bin kurz vor Trentino. Da fällt mir glatt noch was ein. Und zwar nehmt aus eurem Navi Autobahnen raus. Dann kann euch nicht passieren, dass ihr schnurstracks stundenlang auf der Autobahn fahrt, sondern dann fahrt ihr durch Dörfer und findet wirklich traumhafte Ecken. Also wenn ich langsam reise, Zeit habe, dann nehme ich immer Autobahn raus aus dem Navi und dann fahre ich immer durch schöne kleine Dörfer und auch so finde ich viele schöne Plätze und auch viele Sachen, die man sonst gar nicht so finden würde. Und man kann wunderbare Natur beobachten. Von der Autobahn sieht man ja meist immer nur dieselben Sachen. Ich bin jetzt hier kurz hinter Trient, also von Deutschland aus kurz vor Trient und habe hier wieder ein schönes Plätzchen gefunden mit einer Bergkulisse. Und ja, hier bleibe ich jetzt heute Nacht. Jetzt gehe ich gerade mit Cassie hier eine Runde durch Weinplantagen. Eine wunderschöne Gegend, die ich hier wieder gefunden habe, ohne Navi. Und Cassie hat auch einen Freund gefunden, oder nicht? Mal sehen. Oh, der zieht schon Leine. Ist bestimmt jünger. Dann zeigt sie ihm, dass sie die Ältere ist. Die Herren sozusagen. Der will spielen. Und du nicht, wa, Cassie? Du bist zickig. Wie immer. Jetzt sind hier Apfelbäume. Und hier steht schon die Ernte. Da wurde geerntet. Und passt mal, andere Seite geht's weit nach oben. Achtet bei der Stellplatzwahl auf Morgen- und Abendsonne. Wenn ihr in einer kühleren Jahreszeit unterwegs seid, dann wird es wirklich kuschelig im Auto, wenn ihr morgens in der Sonne steht. Seid ihr in der wärmeren Jahreszeit unterwegs, dann passt auf, dass ihr nicht morgens in der Sonne steht, sonst könnt ihr nicht atmen.
im Auto. Das ist wirklich sehr hilfreich, darauf zu achten, wann wo die Sonne ist. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück zu Venna. Die steht da hinten irgendwo, weil jetzt habe ich mächtig Kohldampf. Ach, eine schöne Gegend hier, Italien.